Ich bin Songbird. Ich weiß von der tickenden Zeitbombe in deinem Kopf. Ich kann dein Leben retten. Wo ist der Haken? Du musst für mich nach Dogtown. Ab dem 26. September gibt's mit Phantom Liberty die erste und einzige Erweiterung für Cyberpunk 2077. Das Add-on kostet rund 30 Euro und liefert auf PC, PS5 und den Xbox Series Konsolen genau das, womit Update 2.0 vor ein paar Tagen noch nicht dienen konnte. Nämlich 20 bis 25 Stunden extra Story-Nachschub. Inklusive neuem Stadtbezirk, neuen Figuren, Waffen, Items und mehr. Mit Phantom Liberty will das Team von CD Projekt Red laut eigener Aussage beweisen, dass sie es immer noch drauf haben, dass sie erzählerische Qualität auf dem Niveau von The Witcher 3 abliefern können und im besten Fall auch noch in einem möglichst bugfreien, flüssig laufenden Zustand. Also ganz anders als vor 3 Jahren bei dem Release des Hauptspiels. Tja, dann lasst uns doch mal nachsehen, was hinter diesen Worten steckt. Starten dürfen wir das DLC-Abenteuer auf dreierlei Weise. Laden wir einen bestehenden Spielstand aus dem späteren Spielverlauf, ruft uns die uns unbekannte Netrunnerin Songbird nach wenigen Augenblicken an. Wie? Can you hear me? Alternativ starten wir ein neues Spiel und müssen erstmal den ersten Akt der Hauptgeschichte abschließen, bevor der Anruf eintrudelt. Option Nummer 3 ist eine Abkürzung, bei der wir mit einem frisch erstellten Level 15 Charakter sofort nach Dogtown aufbrechen dürfen. Dogtown, das ist das nagelneue Stadtviertel, in das uns die Anruferin schickt. Und oh boy, hat es das mächtig in sich. In dem hermetisch abgeriegelten Gebiet regiert mit Kurt Hansen ein ehemaliger Heerführer der neuen Vereinigten Staaten, der sich nach dem Ende des letzten Konzernkrieges kurzerhand geweigert hat, seinen Posten zu räumen. Stattdessen erklärte er das Areal zu seinem persönlichen Stadtstaat, in dem man steuerfrei leben darf, sofern man sich an Hansens Spielregeln hält. Von den Night City beherrschenden Konzernen größtenteils geduldet, verdingt sich Hansen von hier aus als Waffenschieber. Was das mit uns zu tun hat? Nun, wie uns die mysteriöse Songbird schnell offenbart, droht die Space Force One, das orbitale Shuttle der Präsidentin, ausgerechnet in diesem gesetzlosen Viertel runterzudonnern. Wer sich noch an Kurt Russells Actionklassiker Die Klapperschlange erinnert, weiß, was jetzt kommt. Selbstverständlich erlaubt es die politische Lage nicht, Truppen in die Region von Night City zu entsenden. Also wendet sich Songbird, die ebenfalls an Bord der Space Force One ist, kurzerhand an uns und verspricht uns dabei sogar einen neuen Lösungsweg für unser tödliches Problem aus der Haupthandlung. Ein Angebot, das wir angesichts unserer Situation kaum ablehnen können. Zumal die Story von Phantom Liberty von Anfang an den Charme eines spannenden Spionage-Thrillers versprüht. Selbstredend, dass wir da auch nicht lange Visumsanträge ausfüllen, sondern uns in einem der spektakulärsten und gelungensten Add-on-Auftakte erstmal hinter Hansens dicke Mauern und zur Absturzstelle kämpfen oder schleichen. Dabei durchqueren wir auch erstmals das große Stadion, der wirtschaftliche und gesellschaftliche Mittelpunkt von Dogtown. Die neue Location trieft nur so vor liebevollen Details und gewährt uns einen eindrucksvollen ersten Eindruck von den besonderen Lebensumständen unter Hansens Herrschaft. Es dauert nicht lange und wir werden in ein Netz politischer Intrigen gezogen, das sich selbst vor Hollywood-Thrillern nicht zu verstecken braucht. Auch weil neben Keanu Reeves, der in seiner Rolle als Johnny Silverhand zurückkehrt, erneut ein Schauspielschwergewicht für eine der Hauptrollen engagiert wurde. Der schnittige Brite Idris Elba, der unter anderem durch die BBC-Serie Luther internationale Berühmtheit erlangte, verkörpert in Phantom Liberty den Top-Spion Solomon Reed. Er fungiert praktisch als unser Agentenführer und lotst uns gemeinsam mit Songbird durch die 13 ebenso abwechslungsreichen wie spektakulär inszenierten Hauptmissionen. I never talked about this, you know. I should be saying they tried to kill me, but sometimes it feels like they actually succeeded. Von welchen alten Dämonen er, die Ex-Agentin Alex, Songbird, Präsidentin Myers und auch Oberschuft Kurt Hansen getrieben werden, erfahren wir während der gewohnt vielschichtigen und mit moralischen Abzweigungen übersäten Story. Name's V. Just V. Das geht so weit, dass sich die Handlung im letzten Akt sogar in 2 extrem unterschiedliche Pfade aufspaltet, die jeweils mehrere Spielstunden umfassen. The Witcher 2 lässt grüßen. Beide Wege erlauben ein Freischalten des neuen optionalen Endes fürs Hauptspiel, machen dies aber von den jeweils getroffenen Entscheidungen abhängig. An andere Bedingungen ist es dagegen nicht geknüpft. Wer will, kann wenige Ingame-Tage nach Ende der DLC-Handlung auch das Hauptspiel in den Abspann überführen, ungeachtet aller übrigen Handlungsstränge.
Ähnlich flexibel sind auch die 17 neuen Nebenmissionen, darunter 11 ebenfalls sehr schön in Szene gesetzte Fixer-Gigs. Sie führen uns zu einigen der schönsten Locations in Dogtown, inklusive spektakulärer Innenräume, und bieten stets mehrere Lösungs- und Schleichwege an. Auch an Nachwirkungen wurde gedacht, sodass in ehemaligen Kampfzonen das zivile Leben wieder einkehrt und sich Menschen, deren Schicksale wir mitbestimmt haben, später erneut bei uns melden, um uns zu danken oder uns zu verfluchen. Manchmal erleben wir die Folgen unseres Handelns aber auch nur als Environmental Storytelling. Sure. All diese Abzweigungen, Entscheidungen, moralischen Dilemmata und Spätfolgen wissen uns nicht nur emotional zu berühren, sondern treiben auch den Reiz eines zweiten Spieldurchlaufs geradezu durch die Decke. Die nachvollziehbar geschriebenen Figuren bestechen mit höchst unterschiedlichen Persönlichkeiten, die wir in intelligenten und mitreißenden Dialogen kennenlernen. Sie haben ihren eigenen Kopf, hinterfragen unsere Entscheidungen auch mal und freunden sich nicht nur deswegen mit uns an, weil wir der oder die Protagonistin sind. This art mean that much to you? Sie verhalten sich mal nah und mal unnahbar, entwickeln auch ihre Beziehungen untereinander weiter und bleiben uns selbst nach dem Abspann noch lange im Gedächtnis. CD Projekt beweist hier erneut ein äußerst feinfühliges Händchen fürs Geschichtenerzählen, verzichtet auf Schwarz-Weiß-Zeichnungen oder Abziehbildcharaktere und läuft so mit Phantom Liberty zu neuer Story-Höchstform auf. Easy to feel sorry when there's a gun to your head. Don't let the murder and piece of shit tug at your heartstrings, V. Aber auch spielerisch wird hier so einiges geboten. Neben all dem Tuning, dem Fahrzeugkampf und dem komplett überarbeiteten Talentsystem aus dem kostenlosen Update 2.0 beglückt uns Phantom Liberty im Speziellen mit einigen tollen Neuerungen. So können wir unseren Charakter dank eines erhöhten Level Caps bis Stufe 60 aufmotzen, mit eindrucksvollen neuen ikonischen Waffen gegen Hansons Privatarmee Bargest, durchgeknallte Cyberpsychos und kriminelle Banden antreten und unseren Fuhrpark um ebenso stylische wie tödliche neue Karossen erweitern. Die können jetzt sogar mit integriertem Maschinengewehr oder gar Raketenwerfer ausgestattet sein. Zugang zu den neuen Fahrbahnuntersätzen erhalten wir nach und nach, indem wir die Grand Theft Auto, also Autodiebstahlsmissionen, für den Fixer El Capitan erledigen. Dazu tauchen dynamisch nicht nur in Dogtown, sondern überall in Night City kleine Lenkräder auf unserer Minimap auf. Die Icons signalisieren uns, dass uns für das markierte Fahrzeug eine saftige Belohnung winkt. Haben wir das geparkte oder herumfahrende Auto erbeutet, bringen wahlweise Verfolger oder Zeitlimits Spannung in die Fahrt zum Abgabeort. Nach jeder absolvierten Mission schalten wir neue Kaufoptionen frei und sparen immer dickere Rabatte an. Die Freischaltungen sind zwar irgendwann alle komplett, doch der Strom an neuen Fahrzeugmissionen endet nie. Denn sie sind eine von zwei neuen wiederholbaren Endgame-Aktivitäten und fühlen sich weit weniger generisch an, als man es von solchen Spielelementen gewohnt ist. Auch die Fallschirmabwürfe, die über Dogtown niedergehen, enden niemals und belohnen uns nach einem kurzen Feuergefecht mit hochwertigen Waffen, Komponenten und mit 2 Punkten mehr Tragkapazität. Gerade der Inventarbonus bleibt natürlich auf Dauer derart attraktiv, dass sich diese im Grunde unaufdringlichen Nebenbeschäftigungen tatsächlich nur sehr langsam abnutzen. Im Kontrast zur perfekt durchorchestrierten Story stechen sie aber natürlich trotzdem als genau das ab, was sie sind. Bloßes Open-World-Futter. Eine weitere Methode, unsere Macht zu steigern, ist der brandneue Relic-Talentbaum, der sich in die seit dem Release zwischen Intelligenz und Coolness prangende Lücke einfügt. Hier kommen allerdings nicht die 10 neuen Attributspunkte durch die Anhebung des Level-Caps zum Einsatz, sondern gesonderte Relic-Punkte, die wir teils über die Hauptquest und ansonsten über in Dogtown versteckte Militech-Terminals ansammeln. Die 3 Teilgebiete dieses neuen Skillbaums fügen sich hervorragend in die möglichen Spielstile von Cyberpunk 2077 ein. Das erste motzt unsere optische Tarnung auf und macht uns so zu einem noch tödlicheren Cyber-Ninja. Das zweite zeigt dynamisch Schwachstellen an Gegnern auf, die kritische Treffer garantieren. Das dritte wertet schließlich unser gewähltes Armimplantat auf, also entweder unsere Mantis-Klingen, Gorilla-Arme, das Raketenabschusssystem oder unseren Monodraht. Sämtliche Upgrades fühlen sich nützlich an und spornen zusätzlich zum Erkunden des Stadtgebiets an. Im Vergleich zum Rest von Night City ist Dogtown allerdings ein eher überschaubares Gebiet, das sich am südlichen Rand von Pacifica entlang schlängelt. Mit seiner unvergleichlichen Dichte an Sehenswürdigkeiten, Geheimnissen und Missionen steckt hier aber trotzdem gut 5-mal mehr drin als im benachbarten Stadtteil. Das einst als Luxusviertel der Schönen und Reichen geplante Areal ist vollgepackt mit halbfertigen Prunkbauten, Einkaufszentren und Baustellen.
Ein Großteil der Einwohner lebt deswegen in vielseitig gestapelten Schiffscontainern im Süden von Dogtown, den sogenannten Stacks. Die Wolkenkratzerschluchten, durch die wir uns hier begeben, unterscheiden sich drastisch von denen im Zentrum von Night City. In dieser nur oberflächlich friedlichen Militärdiktatur herrscht eine faszinierende Endzeitstimmung. Das bedrohlich über uns kreisende Bargest-Luftschiff erinnert uns stetig daran, wer hier das Sagen hat, und immer wieder zerreißen mal mehr, mal weniger weit entfernte Feuergefechte die bedrohliche Stille in den Straßen. Ähnlich einem Gothic warten außerdem alle paar Meter kleine und große Geheimnisse auf ihre Entdeckung. Mal eine versteckte Zuflucht, ein Zugangscode für ein versperrtes Tor oder eine ikonische Kettensäge samt packendem Manifest der Auflehnung gegen die Gewaltherrschaft. Auch wir legen uns hier regelmäßig mit mächtigen Kontrahenten an. Allen voran die zahlreichen Bosskämpfe gegen Cyberpsychos, Ganganführer und Kriegsmaschinen. In jedem Abflussrohr und jeder Nebenmission kann eine solche Begegnung lauern und uns die unterschiedlichsten Antworten auf die Fähigkeiten des Gegenübers suchen lassen. Lediglich als reiner Schleicher zieht man hier ungewöhnlich oft den Kürzeren und muss sich wohl oder übel einer offenen Konfrontation stellen. Auch der Nahkampf gestaltet sich häufig deutlich schwieriger als die Feuergefechte und sorgt so für den Eindruck einer stark schwankenden Balance, die man sich allerdings mit den vier wählbaren Schwierigkeitsgraden selbst zurechtrücken kann. Für die passende musikalische Untermalung sorgen der abermals fantastische Soundtrack sowie die drei neuen Radiosender. Bei einem von ihnen spielte Idris Elba, seines Zeichens nicht nur Schauspieler, sondern auch erfolgreicher Musiker, den DJ. Und ein anderer wurde über ein Community-Event von den talentiertesten Cyberpunk-Fans befüllt. Auf technischer Seite hat man nicht nur die Fehler der Vergangenheit bereinigt, sondern es zudem geschafft, dass Cyberpunk beinahe drei Jahre nach Release erneut zum absoluten Vorzeigespiel der neuesten Grafiktechnologien wird. Insbesondere Besitzer neuer Nvidia-Grafikkarten kommen über Frame Generation und DLSS 3.5 mit Ray Reconstruction erstmals bei spielbaren Frameraten in den Genuss eines AAA-Titels, der wirklich alle Ray- und Path-Tracing-Muskeln spielen lässt. Das bedeutet, dass sich sämtliche Lichtquellen sowohl drinnen wie draußen des hyperrealistischen Beleuchtungsmodells bedienen und sich entsprechend glaubwürdige Licht- und Schattenwürfe auf Objekten und Figuren abzeichnen. Um uns mit den obligatorisch hochwertigen Reflexionen zu verwöhnen, hatte Cyberpunk 2077 nicht nötig, seine Straßen mit Wasserpfützen zu tapezieren. Wobei ein zufälliger Regenschauer natürlich stets für einen besonderen Augenschmaus sorgt. Nein, Cyberpunk ist nicht einmal auf hübsche Schaufenster angewiesen, in denen sich die Neonlichter der Stadt reflektieren. Cyberpunk schnappt sich einfach gleich jede noch so kleine Reflexionsfläche, um unsere Kinnlade runterklappen zu lassen, und sei es das halbtransparente Plastikkleid einer Fußgängerin. Und trotz dieser grafischen Opulenz und aller Regler am Anschlag, außer Motion Blur versteht sich, erlauben es die zwei eingangs erwähnten Technologien, dass unsere RTX 4090 geschmeidige 140 bis 160 Bilder pro Sekunde abliefert. Entsprechend waren auch mit preiswerteren Karten durchweg spielbare Frameraten zu verzeichnen. Gänzlich frei von Glitches ist die Engine aber bis heute nicht. Mal kommt es zu einem übertriebenen Einsatz des Augenanpassungseffekts beim Verlassen von Menüs, oder einer von 100 NPCs versinkt mal vor Scham im Boden. Nichts davon konnte jedoch unseren Spielspaß signifikant trüben. Dass wir unsere eigene Figur praktisch nie in Spiegelungen begutachten können, liegt weiterhin daran, dass unser 3D-Modell in der Ego-Sicht eigentlich gar keinen Kopf, sondern nur eine Kamera hat. Das ist zwar aus technischer Sicht nachvollziehbar, aber für die Immersion immer noch ärgerlich. Wichtiger sind allerdings eine Handvoll verbliebener Quest-Bugs, die mal ein Tor zu öffnen vergaßen, einen Questgeber nicht am Treffpunkt erscheinen ließen oder den gesamten Stadtverkehr abschalteten. Die von uns im Test bemerkten Fehler sind den Entwicklern aber bekannt und dürften bald behoben sein. Dennoch empfiehlt es sich weiterhin, vor und nach jeder Quest feste Spielstände anzulegen und die dann lieber auch nicht zu überschreiben. Trotz einiger kleiner Macken geht der Ansatz von Phantom Liberty und besonders von Dogtown voll auf. Die abgeschottete Open World ist in erster Linie mit dem gefüllt, was CDPR am besten kann: Geschichten. Gleichzeitig ist Dogtown aber auch vorbildlich nahtlos ins Hauptspiel integriert. Denn die meiste Zeit über dürfen wir seine einschüchternden Tore problemlos durchqueren.
Manche der neuen Quests wechseln sogar fließend zwischen Zielorten in und außerhalb des neuen Gebiets. Ja, selbst mit alten Bekannten führen wir das ein oder andere SMS-Gespräch über unseren Ausflug nach Dogtown, beziehen uns in Quest-Dialogen auf absolvierte Haupt- und Nebenmissionen in Night City. Slap down anyone I'd heard of? Razor Hughes? Really? Und erhalten in einem Fall sogar eine einzigartige Belohnung, wenn wir einem bestimmten Charakter schon früher einmal geholfen hatten. Dabei ruhen sich die Entwickler aber nicht einfach nur auf guten Stories und glaubwürdigen Charakteren aus, sondern setzen bei der Inszenierung im Vergleich zum Hauptspiel sogar noch eine Schippe drauf. Mit Tiefe, mit Charme, mit Emotionen und völlig unerwarteten Dreingaben, die einen einfach nur von den Socken hauen. Die Erweiterung spielt sich wie ein großes Best of Cyberpunk 2077 und kann darüber hinaus auch als komplett eigenständiges Spiel funktionieren. Phantom Liberty ist also nicht nur eine äußerst gelungene Ergänzung zum Hauptspiel, sondern kann auch für sich alleine stehen und uns eine vollkommen neue Seite von Cyberpunk 2077, Johnny Silverhand, How many fingers am I holding up? Und vielleicht sogar uns selbst aufzeigen. Klar ist aber auch, wer Cyberpunk 2077 noch nie mochte und auf ein Sci-Fi-GTA gehofft hatte, den wird auch Phantom Liberty nicht überzeugen. Die Simulation einer Open-World-Sandbox tritt sogar noch mehr in den Hintergrund. Stattdessen konzentriert sich CD Projekt ganz auf die eigenen Stärken. Storytelling, Inszenierung, vielschichtige Charaktere, harte Entscheidungen. Und falls euch das am wichtigsten ist, dann werdet ihr euer Abenteuer in Dogtown nie vergessen. Versprochen.